Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Heute sind wir wieder nur zu zweit. Alle anderen haben uns im Stich gelassen. Die Annika ist wieder dabei. Hallo! Hier. Hallo. Das ist der Beweis. Und ich habe mich noch gar nicht ausgestattet, ist mir gerade eben eingefallen. Ah, nee, das bringt nichts. Das bringt alles nichts. Aber ich nehme mal die frische Lorbeer irgendwas mit. Und so, jetzt bin ich bereit. Wir waren eben schon in drei Lobbys drin, die aufgelöst wurden. Deshalb ganz schnell. Ja. Ganz schnell alles. So. Ja, die anderen, die hatten keinen Bock mit uns zu spielen. Die sind neidisch, weil wir so gut sind. Ja. Weil die schauen immer die... Ne? Weil wir schon auf Rang 16 sind. Richtig. Und die schauen immer die Folgen, wo wir nur zu zweit spielen. Und dann denken die, oh nein. Oh nein, mit denen können wir uns gar nicht messen. Richtig, genau. So, das ist. Diese Folge ist jetzt der Beweis, ob die meine Let's Plays gucken oder nicht. Ich bin gespannt. Ja. Ich bin gespannt. Also. Es dauert ja noch ein bisschen, bis die läuft. Chris und Storm. Ja, ein bisschen gedulden. Ja, am Sonntag. Ah, am Sonntag, alles klar. Also können wir nächste Woche mal nachfragen, wenn die freulosen Tomaten nächste Woche denn wieder mit uns spielen ja, ne? können. Boah, ey. Dürfen. Ja, das Problem ist, das sind Studenten und die haben voll Stress. Oh. Nein, nein, also. Nein, ich verstehe. Ich war ja auch mal Studentin, ne? Ja. Ich auch. Vor langer Zeit. Aber manchmal in der Klausurphase verzeihen wir das auch noch. Genau. Euch ist verziehen. So. Das haben sie jetzt nicht mehr gehört, weil die haben ja schon ausgeschaltet. Ach ja, ja, stimmt. Oh nein. Ah, ja. Jetzt könnte es auch mal losgehen hier wieder. Na, immer wenn ich so geflochtene Zöpfe habe, dann fummel ich mir immer an den Zöpfen rum. Das ist eigentlich total schlecht. Schlecht für die Haare. Ja, das stimmt sogar. Wenn man da immer dran rumfummelt. Es geht los. Es geht los. Ja. Ich bin auch drin. Kohlelager. Ja, ich bin direkt bei der Wellblechhütte. Ich bin am Ausgang. Ich bleib hier. Ja, ich sehe davon aus, ich komme mal in die Richtung. Oh, irgendwie wirkt es ein bisschen laggy, aber nicht so hüpfmäßig, sondern es wird so langsam. Oh ja, ich weiß, also es wirkt nicht laggy, aber ich weiß, wo du bist. Ich sehe die Hütte nämlich auch. Ah, ich sehe. Ich bist du mit noch einer anderen? Oh. Nein. Achso, weil da vorne hockt jemand an dem anderen Generator. Noch eine Mac, aber das ist die mit der roten Sweatshirtjacke. Hä? Wo bist du? Wo bist du? Ich dachte, du hockst da vorne. Aber wenigstens hören wir ihn ja jetzt. Oh, er ist auch bei uns und er hat sich, glaube ich, an der anderen hier aufgeladen. Ja. Ach, da oh. Er hat sich direkt runtergekloppt vom Generator aus. Sorry, ich musste gerade lachen, weil ich gesehen habe, wie der Pilli seine TTT-Folge genannt hat. Wie denn, bitte? Ich will die Wörter gar nicht in den Mund nehmen. Oh, okay, dann. Newton, Koks und Verräter. So, ist er ein Camper? Ich weiß nicht. Der ist kein Camper, der ist kein Camper. Ey, Leute. Doch, der sucht da vorne. Ja, ich bin bei ihr in der Nähe. Ich warte, bis es abgeflogen ist. Okay. Ja, ja. Da vorne läuft jemand rum. Die andere. Ja, ich mache hier gerade den Generator. Toll, die läuft genau zu mir. Hallo. Okay, ist abgeklungen. Ich hole sie. Er läuft ja auch nicht hinterher. Jetzt guckt er in meine Richtung, aber er sieht mich nicht. Aber er bleibt da die ganze Zeit und wartet. Damn it. Ich hole sie jetzt. Ja, der ist hier, also relativ weit weg. Ja, schnell, schnell und ran. Rennen. Der lädt sich auf, hier ist auch noch eine vierte gewesen. Noch eine. Ich mache hier den Generator, wir haben noch gar keinen Generator gemacht. Voll traurig, ja. Also, okay, das klingt jetzt ein bisschen fies, aber ich meine, okay, er ist hier irgendwo bei mir und verfolgt noch die andere. Ah, okay. Ich halte hier gerade eine. Ich weiß nicht, welche von beiden das ist. Ich glaube, Mr. Chat. Ah, ich wusste es doch, der hatte mich gesehen.
Verdammt. So, ich laufe jetzt in die Hütte hier in der Mitte und versuche ihn abzuschütteln. Okay, wir sind quasi an der Wellblechhütte. Machen gerade einen Generator. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Ist er immer hinter dir? Ich laufe weg. Bin jetzt raus aus dem Haus. Ich höre euch hier auch irgendwo. Ja. Er hat mich verloren, weil er jemand anderen gefunden hat. Wo bist du vom Generator aus? Ja, wenn du zur Mitte guckst, links. Er kommt hier hin. Er kommt hier hin. Ja? Wow, ist er... Ja, er ist, bei uns gewesen. Er läuft. Läuft euch hinterher, weil dann heile ich die Tante hier. Er ist der einen hinterhergelaufen, aber er läuft mir jetzt nicht mehr hinterher. Okay. Guck, Mr. Chat wurde angehauen. Oh nein! Ja, das Doofe ist, die hat ihn jetzt genau wieder zu uns geführt, obwohl ich den anderen hier gerade geheilt habe. Ja. Kannst weiter heilen. Nee, der kann mir auf uns zugelaufen. Ah, ich werde geheilt von Experian Dover. Experian Dover Blow? Aha, okay. Dover Blow? Ah, okay. Da unten steht nämlich nur Experian Dover. Achso, ja, hier steht gerade geheilt werden durch, deswegen steht da der ganze Name. Die will sich nicht heilen lassen, die will lieber sabotieren. Oh, doch, Mr. Chat ist schon jetzt tot. Kann man sie heilen. Ach ja. Ah, okay. Er kommt. Katze ist wahr an, auf jeden Fall. Falscher Knopf, ey. Schon was länger nicht mehr gespielt. Ach, da vorne ist ein Generator, machen wir den? Ja, ich will das Totem hier haben. Ah, jetzt habe ich's. Dann suche du mal das Totem, ich mach so lange hier den Generator. Ja, nee, das war zwischen Stein und... Ja, ja. Ich kenne das, da braucht man öfters mal mehrere Versuche. Ah, die andere ist jetzt auch hier an dem Generator. Also hat er uns, wenn er uns gleich hat, hat er uns alle. Ja, das geht ja schnell. Der sieht uns auch. Sorry, das war ich. Er guckt nicht in meine Richtung. Auch nicht in meine, aber ich bin in eine Sackgasse gelaufen. Ups. Ah, da vorne neben dem Haus ist eine Sackgasse, ne? Im Haus auch. Ach, im Haus auch. Oh. Ja. Ich gehe mal zurück. Oh. Er hat sie wohl nicht weiterverfolgt. Ja, aber sie war gerade schon wieder am Generator. Ich wollte nämlich auch hingehen. Ja. Ah, okay, er läuft hier rum. Der ist da vorne und ich hocke in der Ecke. Ich hocke hier vor einem Baum. Eigentlich, wenn... Oh, ey. Das angeschrieben? Es tut mir leid. Okay, abgeklungen. Okay. Die andere ist auch schon wieder. Entschuldigung, nicht abgeklungen, sie ist weg. Er ist weg. Ja, ich bin auch wieder am Generator. Ja, ich bin auch hier. Hier komme ich. Er kommt wieder. Aber es ist abgeklungen. Ah, er ist da vorne im Haus. Und aber er guckt gar nicht richtig in unsere Richtung. Nee, er ist auch nicht schnell genug bei uns, wenn er im Haus ist. Oh, nein! Oh, ich dachte, es wäre fertig. Tut mir leid, ich war's. Schnell fertig machen, schnell fertig machen. Lauf! Okay. Ich glaube, er läuft nicht mir hinterher, boah ey. Ja, er läuft mir hinterher. Der hat garantiert irgendwas für Paletten, weil der macht die alle immer kaputt, anstatt die, okay, ich mach... Anstatt außen rum zu laufen. Ey Leute, Moment. Da liked gerade jemand ganz, ganz viel bei mir auf Nein! Twitter. War schön. So gut. Ja. Aber jetzt gerade nicht. Ja. Ich bin im Haus ich bin im Haus oben. Er trägt mich. Ich hör's. Und ich bin vor dem Haus. Ja, ich seh's. Was macht er so? Ja, er steht hier und guckt sich um. Und wenn ich sage, er guckt sich um, er steht auf einem Dingens. Ah, jetzt läuft er ein bisschen weg. Ich guck jetzt mal hier so. Vielleicht läuft er ist ein bisschen weiter weg. Er ist ein bisschen weiter weg. Er ist da hinten bei den Mauern. Okay, warte. Ich komm. Jetzt kommt er wieder zurück. Ja. Er kommt genau in deine Richtung. Ja. Hab ich auch gerade gesehen. Jetzt geht er ins Haus. Ist hinten im Haus, im hinteren Teil des Hauses. Na ja.
Okay, ich laufe. Ich glaube, er läuft dir hinterher. Echt? Ich habe keine Katze an und auch kein Herzklopfen. Da vorne seid ihr zwei und ich hätte gern Hallo. Der ist aber hier, der ist hier, der ist hier. Dammit, dammit, dammit. Ist nicht schlimm, ich hab dich schnell genug runtergeholt. Ja, genau. Ich mach hier den Generator eben fertig. Der hat bestimmt auch Eisen in der Griff. Das war gerade mal die Hälfte auf dem Balken. Oh, jetzt haut er mich. Jetzt haut er mich. Du böse Annika. Er ist sauer, weil ich schon einmal vom Haken entkommen bin. Okay, was macht er? Ich sehe ihn nicht mehr. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Ich habe keine Herzklopfen und die andere holt mich. Okay, perfekt. Hat jetzt die andere gedingenst. Und ich laufe jetzt einfach mal. Und jetzt liegt sie. Ich gehe mal in den Keller und gucke, ob ich da was zum Heilen finde. Ja. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, aber... Ich habe gerade eine Werkzeugkiste vom anderen aufgenommen. Verdammt. Oh, hier, die Kiste war schon offen, es lag nur im Mechanikkoffer. Okay, warte, ich guck mal, ob ich sie holen kann. Ja. Also sie hing auch noch nicht. Okay, das ist gut. Hä? Ich sehe... Achso, da. Ich habe sie gerade nicht mehr gesehen. Ach übrigens, es gibt auf jeder Seite der Wellblechhütte einen Ausgang, deswegen waren wir eben verwirrt. Achso. Ich sehe ihn. Ich glaube, er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Okay. Er hat mich gesehen. Annika, du kannst sie holen. Gut. Er läuft dir hinterher? Ich weiß nicht, er versucht sich an mir aus. Nein! Hallo! Nee, der läuft mir nicht hinterher. Er läuft mir nicht hinterher. Ich dachte, er läuft dir hinterher. Die Katze ist nicht an. Jetzt ist die Katze an. Lauf an, lauf weg. Also geh weg, Annika. Ja, ja. Ich bin. Ich habe ja auch gerade einen Generator gesehen. Den mache ich einfach mal. Mit Hilfe dieses schönen Mechanikkastens. Okay, da war. Ich hab den Pfosten vor mir runtergezogen. Ach so, vor dir. Oh. Mhm. Und da hinten seid ihr. Ich weiß nicht, ich kann sein, dass du in meine Richtung läufst, aber. Ich bin im Haus. Oh, Sackgasse. Und Sackgasse. Das war eine Sackgasse. Ja. Ja, ich wollte nur sagen, ich bin in eine Sackgasse gelaufen. Das habe ich mir gedacht. Hier ist auch direkt ein Haken. Schön. Sag mir, bleibt er bei dir stehen oder kommt der in meine... steht jetzt gerade. Warte, wo bist du denn? Ich bin hier am Generator. Ihr seid beide am Generator. Er kommt in deine Richtung. Er geht jetzt auch in deine Richtung. Okay. Ich bin ganz allein, ich habe kein Herzklopfen mehr. Hier sind alle Kisten schon offen. Okay, er kommt wieder zurück zu mir. Er verfolgt dich nicht. Okay. Hatte ich nicht gesehen. Wo ist die andere? Die macht den Generator da hinten. Ich könnte auch noch einen fertig machen, aber eigentlich würde ich dich gerne holen. Ja, das wäre nett. Aber leider bin ich sehe ihn gerade auch nicht mehr. Doch, 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 er ist hier. Links, links. Du kommst auch von der richtigen Richtung. Gut, dann hole ich dich jetzt einfach. Ja. Komm mal, was wolle. Oh, schade. Meine Katze ist nicht an, meine Katze ist nicht an. Gut, dann laufen wir mal. Okay, da hinten ist gerade der Generator fertig geworden. Wollen wir uns hier mal irgendwo in die Ecke stellen? Ja, hier vielleicht. Katze ist an. Sehr gut. Oh, meine. Da hinten, nicht. Da hinten kommt er dahin. Der ist am Haus. Aber jetzt die Katze da. Aus wieder, ja. Ja, ich glaube, der war bei der anderen auf der Spur, weil die hat ja gerade den. Ja, stimmt, der geht da weiter. Der geht da weiter. So. Jo, geil. Sehr gut. Sehr gut. So, ich hatte einen Generator fast fertig in der Nähe, also quasi. Da, wo du gerade dran warst, quasi, ne? Die stirbt jetzt, wenn die dran hängt, glaube ich, ne? Nee, sie stirbt nicht. Weiß nicht, ich habe sie nicht das runtergeholt das letzte Mal. Okay, warte. So, der war relativ weit weg. Okay. Tot. Sie ist doch tot. So, dann gehen wir mal ganz vorsichtig hier weiter. Ja, ich bin jetzt ein bisschen gerannt, aber durchs Haus. Ja. Ich bin auch gerannt am Anfang, aber solange er noch nicht in der Nähe ist.
Oh, ich höre ihn. Ich höre den Generator. Ich höre den. Der ist Gut, sowas von ich noch fertig. nicht. Ich habe Herzklopfen. Ah, toll, der weiß wahrscheinlich auch, wo der ist. Kein Herzklopfen mehr. Ich mache den Generator. Vorsicht, ich komme um die Ecke. Jo. Geilomat, ey. Wir müssen uns jetzt auf jeden Fall Vorsicht. verstecken. Zu spät für mich. Hier ist die Luke, wo ich gerade war. Okay. Aber wenn er dich jetzt verfolgt, kann ich. Du kannst schön den Generator, den Generator, den Ausgang aufmachen. Ja, versuch, versuch. Läuft die? Der läuft mir die ganze Zeit hinterher. Okay, versuch den, also der Ausgang ist zur Hälfte offen. Ja, ich versuche wiederzukommen, aber hier ist nichts mehr zum Runterziehen und so, also. Der Ausgang ist offen. Soll ich zum anderen Ausgang laufen? Nee, warte. Nein, 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 Ble halt dich mal lieber bereit fürs nach draußen laufen. Ich bin tot, wenn er mich aufhängt. Ach, lauf jetzt schon raus. Der bringt mich jetzt wahrscheinlich sowieso in den Keller und ich bin ja eh tot. Er wirkt gerade nicht so zielstrebig, wo er hin möchte. Der bringt mich in den Keller, geh einfach raus. wie sieht denn dein Wiggeln aus? Fast voll, aber es reicht wie immer nicht für Keller. Na gut. Ah, ich hätte durch die Luke gehen sollen. Ich hätte Ja, mehr Punkte bekommen. hast du gesehen, wo genau sie war? Nee, Weil nee, habe ich nicht. ich hatte nicht so eine gute Orientierung, wie ich weggelaufen bin. Ich weiß nur, die war in der Nähe davon, wo er mich getroffen hat. Okay. Aber du müsstest einen Pip bekommen haben. Ja, ich glaube, so schlecht war das jetzt insgesamt von den Punkten her nicht. Also ich habe. Ja, ich habe knapp keinen bekommen, aber es ist Ach, ja auch nicht okay. schlimm. So, wo war ich denn hier überhaupt? Ich nehme mal das Herzmedaillon. Den Unterleibsverband. So, Ja, schade. Cool. So, ich setze mal das Herzmedaillon ein und lade dich wieder ein. So. Bist wieder ein bisschen leiser, hast das Mikro wieder weggedreht, ne? Ja, ich habe was getrunken. Immer Azarovs Autoschlüssel. Ist eine grüne Opfergabe für den Autohaven. Ach Will ich so, einfach mal ich loswerden. habe das Herzmedaillon an. Ich habe das Ach, Herzmedaillon an. Entschuldigung. Ja, das stimmt, hast du auch gesagt, aber ich dachte gerade, ein Herzmedaillon wäre irgendwas. Weiß ich nicht. Für die Cold Wind Egal. Farm ist das. Warte, oh, warte, dann mache ich doch direkt nochmal Gelb Cold Wind Farm. Okay. Din, din. Also eben ging es schnell mit den Lobbys. Wir sind halt nur immer aus den Lobbys Ja, rausgeflogen. mal gucken. Ja, ich steige einfach wieder ein. Genau hier. Okay. So, Okay. hallo. Ja, es hat doch ein bisschen länger gedauert. Und dann habe ich es einfach wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, sondern ich habe es rausgeschnitten. Ja, sonst haben wir jetzt ganz viel seltsames Zeug erzählt in der Zwischenzeit. Und ich habe an meinem Handy rumgespielt. Ach ja. Ah, diese Ladezeiten hier, ne? Das ist echt, das ist das, also das Spiel ist so richtig gut, aber Ja. das Warten macht es halt echt manchmal. Also, wenn ich weiß, dass wir irgendwie DVD spielen, oder auch wenn, vor allem wenn ich alleine DVD spiele, wo niemand mich unterhalten kann, dann lege ich hier immer irgendwas hin, was ich nur lesen kann. Ja. Weil, Annika sonst liest würde immer die. Bücher dabei. Das stimmt wirklich, aber nur so zwischendurch mal. Und so. Ist ja auch. Stimmt, da hast du ja einmal erzählt, ist mit Sissys Kleidern, ne? Hast du erzählt. Genau. Ich Ja, weiß. mit dem Buch komme ich auch irgendwie nicht weiter, deswegen habe ich gedacht, dann kommst du jetzt mal endlich. Ich weiß auch gar nicht, ob das in der Folge war. Könnte sein. Wenn dann wissen deine Zuschauer jetzt schöne Trivia über Sissy Ja, wie Kleiner. viele Kleider hatte die nochmal? Drei. Gar nicht so viel, als sie geheiratet hat. Sie hatte irgendwie nur vier Ballkleider, weil sie eher, also weil sie nicht so reich war und quasi fast alles von ihrer Garderobe hat direkt mal ihr Bräutigam gestiftet dann, weil er natürlich der Kaiser von Österreich war und die sind ein bisschen
flüssiger gewesen als da ein Herzog in Bayern. Ich möchte auch ein König, also ein hier. Einen Menschen haben, der meine Garderobe das wäre geil. Aufstockt. Ja. Das wäre schon. Ich fürchte, leider haben viele Männer heutzutage nicht ganz so viel daran. Außer man ist immer noch ein Kaiser und möchte, dass die Frau ordentlich Eindruck schindet, ne? So, Cold Film Show hat geklappt. Stell dir mal vor, Männer könnten unsere Garderobe quasi vorschreiben, dann würden wir fast immer nur Gürtel tragen. Ich weiß nicht, also wenn mein Mann... Nee, stimmt, ich glaube auch nicht. Nee, also wenn mein Mann meine Garderobe vorschlagen würde, dann hat sie auch hier so eine schwarze Jeans an, und hier so ein schwarzes T-Shirt oder Jogginghose reicht doch vielleicht auch. Nee, und am besten nicht zu viel zeigen. Ja, also... Ja, stimmt, das ist eher so, zu Hause kann ich natürlich am liebsten nackt rumlaufen, aber für draußen... Ja. Ne, willst du dir noch was anziehen, Schatz? Genau. Willst du so rausgehen? Genau. So, der war gerade übrigens bei mir. Ich nehme an, du bist in der Nähe. Hier vorne höre ich jemanden am Generator rumwerkeln. Ich bin beim Zeppelin. Hallo. Hi. Oh, das ist noch eine. Also ich bin die mit der kurzen Hose. Also die, ich hocke dir gegenüber. Ich muss gleich mal was trinken, ich habe irgendwas im Hals. Ein Frosch. Die Franzosen haben ja immer eine Katze im Hals. Eine Katze? Ja, die sagen, Gatto? Ja, auch, aber irgendwie, oder Katerchen oder sowas, weil irgendwie, da ist ein altes Wort, also, das war irgendwie ein altes Wort für, ich sag das jetzt nicht dafür, was man, wenn man etwas, was man tatsächlich im Hals hat, das klang so ähnlich wie Kater oder Katze oder so. Und deswegen sagen die jetzt, eine Katze im Hals. Bitte? Eine Zunge hat man im Hals. Was hat man im Hals? Ja, ich möchte es jetzt nicht sagen. Also, ich hab's mal in dem Buch über so französische Redewendungen gelesen auf der Arbeit und da fand ich das sehr, ja, das Wort, was das beschrieben hat, das war sehr unappetitlich. Naja, auf jeden Fall ist so, jetzt kommt es drauf an, wer jetzt hier unschuldige Gedanken hat. Ach so. Okay, ich sag's einfach, bevor man was Schlimmeres denkt. Schleimfropfen. Das französische Wort für Schleimfropfen hat sich zu Katze entwickelt. Oder Katzenfutter oder wie auch immer. Okay, das hat sich viel schlimmer angehört, als du es umschrieben hast. Okay, ich find Schleimfropfen klingt ziemlich eklig. Ja, ist auch eklig. Vor allem Fropfen. So, der guckt uns auch in Schrecke, wenn ich das mal so sagen, ja? Ja, okay. Bist du so, bei ich bin ganz in der Nähe, aber ich hab die ganze Zeit ein megamäßiges Herzklopfen. Und der stellt hier noch ein paar Fallen mehr auf. Ach nee, jetzt hat er eine unter ihr aufgestellt. Die eine, die läuft auch zu ihr. Ich mach da mal weiter hier. Okay, weniger Herzklopfen. Oh Mann, ey, was für Nuken. Aber die andere, die ist da. Die andere, die müsste da sein. Oh Mann, und ich hab extra vorsichtig gedrückt, aber es kommt immer zuerst das aus. Die kommt jetzt aber nicht, solange ich hier hocke. Was ist denn mit dem? Der haut mich nur. Ich bin noch nicht aus der Falle raus. Ich seh's. Oh Mann, da schäme ich mich ja echt. Ist die andere denn bei dir in der Nähe? Kann ich nicht sagen, weil ich... Ach doch, bist du das da im Zeppelin? Nein. Dann ist die andere in der Nähe. Oh Mann, hä? Aber der hebt dich nicht auf? Weil... Nein, der kriecht gerade hinter mir her. Der kriecht. Ich krieche und er läuft hinter mir her. Der kriecht also hinter dir her. So, ich werde getragen. Mhm. So, und ich hänge jetzt hier und die andere wird hoffentlich gerettet. Oh Gott, jetzt stirbt die, weil ich so blöd war. Nein, die stirbt nicht. Alles gut. So, keine Falle ist unter mir. Ich habe noch leichtes Herzklopfen. Da fällt gerade jemand die Map runter. Was? Eine ist gerade die Map runtergefallen und ist in der Ferne verschwunden. In der Tiefe. Ja, und jetzt ist sie tot. Nein, die ist durch die Map gefallen. Oh nein. Ich fühle mich trotzdem schuldig. Ich blute übrigens stärker, weil der spezielle Fallen hat. Ja, ich bin bei dir. Okay, dann können wir uns jetzt ins Gebüsch zurückziehen. Oh Mann, hoch. What the f... Das war, also... Das ist mega mies.
einfach. Aber ich hab's ehrlich gesagt schon lange nicht mehr erlebt und auch schon lange in Let's Plays nicht mehr gesehen. Ja, der ja. War ja. Am Anfang war der Bug ja richtig, das war ja quasi. Ja. Wir hatten es auch, mal, dass ein Killer durch die Map gefallen ist. Mhm. Was ich jetzt öfters noch gesehen hat, toll, das ist bei mir in der Nähe, ist, dass die Nurse sich unter die Map teleportiert hat. Ach so, ja, das habe ich auch noch ein paar Mal gesehen, ja. Aber das ist halt einfach mit dem Teleport, da sind, glaube ich, die Begrenzungen der Map nicht so ganz klar. Oh, hallo. Hi. Hier ist ein Generator. Ja, ich bin direkt bei dir. Komm, ich, wo die andere ist. Das ist mega. Das tut mir jetzt voll leid für die. Ja. Weil es war so ganz kurz vor knapp, hat die runtergeholt. Ja. Miese Brise. Ich habe die speziellen Fallen noch nie gesehen. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt so besonders anders aussehen. Also ich hatte aber gerade unten rechts so ein rotes Ding. Okay. Drin. Noch zwei. Zwei an der Zahl. Shit. Oh, Herzklopfen? Kein Herzklopfen? Doch, ich habe einen Herzklopfen. Ich nicht? Der ist noch hier, der ist noch hier, der ist noch hier. Ich bin ein bisschen okay, näher jetzt an der Mauer. Jetzt habe ich auch keinen Herzklopfen mehr. Oh, ah, nee, da war gar keine Falle. Oh. Vorsicht. Jetzt kommt er wieder zurück. Jetzt kommt richtig. Er zurück. Oh, hi. Ja. Oh. Er ist in eine eigene Falle gelaufen, da hinten. Oh Gott. Oh, ja, oder sie hat eine entschärft, obwohl sie ja, na, sie war ja am Generator. Ist ja eher unwahrscheinlich, dass sie dann noch die Falle entschärft hat. Ja. Nicht so wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob der die Fallen so gut legt, aber... Ja, ja, ich habe auch ein bisschen Angst, so durchs hohe Gras zu gehen. Hier ist ein Totem. Sekunde. Ja, mach das mal. Hoffentlich hat er da keine Falle vorgelegt. Das ist das Schlimmste, weil wegen Punktegeilheit sich irgendwas... Damit kennt Annika sich aus. Hier ist eine Falle. Ja. Also rechts von... Aber ich will die nicht kaputt machen, weil ich Angst habe, was da kommt. Am Generator. Hier beim nächsten Generator, okay. Und da rechts ist eine Falle beim Generator. Ja, dann komme ich einfach an die andere Seite, würde ich sagen. Jo. Richtige Richtung. Ah, okay. Nee. Jo. Jo. Ich fürchte, er hat mich schon gesehen. Nein, er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Alles gut, alles gut. Ja, alles gut ist das nicht. Ja, aber... Lass du weg? Ja, ja, ich bin schon weggelaufen. Weil ich habe nur leichtes Herzklopfen, aber ich mache jetzt einfach den Generator hier weiter. Ja, mach den Generator weiter, der ist beschäftigt. Und zwar. Oh, ich bin bei der anderen, die andere ist bei mir in der Nähe. Oh, schön. Dann mache ich hier den Generator mal eben. Ja, mach den fertig. Er kommt jetzt ein Stückchen zurück, aber. Oh! Er macht eine Falle unter mir. Aber die andere ist bei dir, weil dann würde ich hier schon mal den aus. Die ist weiter weg jetzt. Die ist, glaube ich, am Ausgang. Toll. Der geht gerade zum einen Ausgang, da wo die eine steht. Nee, der kommt zurück, der kommt zurück, der kommt zurück. Ja, weil ich hier den Generator fertig gemacht habe. Moment. Nee, der holt die Falle hier. Der holt die Falle und macht die vor den Dings. Ja, ich sehe es. Ich hocke hier nämlich neben dem Traktor. Ich glaube aber, der eine Ausgang ist schon auf. Ich will aber nicht durch den einen Ausgang raus, ich will dich retten. Nee, nur so zur Info. Ja, ja, danke. Und der geht ja zum anderen Ausgang. So, jetzt bin ich aber ganz vorsichtig. Der andere Ausgang ist leider nicht offen. Der ist nicht offen? Nein, da hatte ich noch keine Gelegenheit zu. Achtung. So. Achso, ich laufe jetzt... Oh, ich laufe ihm genau entgegen. Null Problemo. Er läuft nicht... Mir hinterher. Okay, ich laufe zum einen Ausgang. Wo ist der andere Ausgang? Der offen ist? Hinterm Zeppelin. Ah, okay, dann hätte ich auch gerade Weg da laufen können. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der niemand in Rindem Tod oder so ein Späße hat. Lass dich einfach nicht fangen. Ja, er hat mich einmal getroffen, aber. Scheiße, scheiße, scheiße. Er läuft nicht in den Ausgang rein. Ja, ja, weil er mich. Oh ja, jetzt hört. Doch! Vorsicht! Ha! Die andere läuft einfach an ihm vorbei! Na super. Ich kann gerade nicht durch den Ausgang.
Er hat mich. Sowas von. Shit. Oh nein, wie bitter. Ich sag's dir nur, weil ich am Anfang da das... Ha? Nur weil ich das mit der Falle beim ersten Mal nicht richtig hingekriegt habe. Ach Quatsch. Deswegen ist das alles. Deswegen. Richtig, also meine... Mein Gewissen sagt mir. Jo, dein Gewissen sagt dir. Aber ich hab ja den Pip nicht verloren oder so. Alles gut. Ich müsste eigentlich gut. Pip. Nee, einen Pip habe ich nicht bekommen, aber ich habe meinen ja nicht verloren. Alles super. Oh, der hatte Spione des Schattens. Also. Es war gar nicht so schlecht, dass ich bei manchen Krähen vorbeigeschlichen bin. Ja. Siehst du mal, da bringt mein Perk ganz schön viel dann, ne? Ach ja, du hast den noch, ne? Ja. Ja, ich hab den nämlich nicht mehr. Ich habe den Perk angelegt, dass die Krähen da nicht wegfliegen. 48. So. Oh, ich habe hier zwei neue Teile. Eine weiße Abwehr. Ein Hauptschlüssel. Oh. Ich nehme aber erstmal die weiße Abwehr. So, und dann war es das schon mit dieser Folge Dead by Daylight. Die ist auch schon... Ah ne, die ist gar nicht so lang, weil wir ja schneiden. Na gut, wir sehen uns einfach übermorgen wieder zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Bis dahin, mach's gut. Tschüss. Tschüss.